Eriks Gondolen hängt wie ein Raumschiff in 30 Meter Höhe und ist nur über einen Kran mit einem Fahrstuhl zu erreichen. Willkommen im Gondolen, dem Restaurant mit dem schönsten Blick in Stockholm. Das Ambiente erinnert an einen Mix aus Luftschiff und Orient Express. Das Essen ist exquisit und preisgünstig, traditionell schwedisch mit einem modernen Touch. Okay. Wir beginnen mit einem Lachs-Tatar, Lachs und Garnelen. Frischer Lachs und ein scharfes Messer sind ein Muss für dieses Menü. Ich werde das Essen für 4 Personen vorbereiten. Und wenn man keine frischen Garnelen hat, dann gehen auch tiefgefrorene. Aber diese hier sind einfach besser. Noch etwas Seesalz hinzu. Außerdem noch Olivenöl und Essig und alles gut verrühren. Eine erfrischende, leichte Vorspeise, ideal für die warme Jahreszeit. Jetzt machen wir eine ganz einfache Vinaigrette, ebenfalls mit Olivenöl, Essig. Und dann kommen noch Forelleneier in die Vinaigrette. Die Vinaigrette ist eine Spezialität von Chefkoch Magnus Leitstedt, der seit 14 Jahren hier arbeitet. Und hier den Salat zu unterst, schön kräftig drücken, weil da wirklich viel reingeht. Sein Motto: Es muss alles einfach zubereitet werden können. Der Chefkoch liebt die Hausmannskost, am liebsten schwedische Klassiker. So wie viele Gäste. Zur Mittagszeit ist das schwebende Restaurant oft ausgebucht. Und jetzt zeige ich Ihnen einen der wichtigsten Gründe, warum ich hier arbeite. Ist das nicht schön? Meine Heimatstadt Stockholm. Ein großartiger Blick auf die Innenstadt. In Stockholm ist das Gondolen eine Institution der Feinschmeckerszene. Hier ist das Hauptgericht. Wir werden ein schwedisches Lammfilet aus Trängnäs zubereiten. Und beim Salzen müssen alle Seiten sorgfältig gesalzen werden. Währenddessen werden die Schalotten schön angebraten. Jetzt fügen wir etwas Wein und Essig hinzu. Was wir jetzt noch brauchen, ist frisches Gemüse. Aber alles einfach halten. Etwas Butter, etwas Weißwein und dazu grünen Spargel und frische Zwiebeln. Alles wird abgerundet mit etwas Rosmarin, das hervorragend zu der Senfsoße passt. Und zum Lamm natürlich. Und hier ist unsere schwedische Lammspezialität mit Senfsoße und gebackenen Tomaten. Seit mehr als 60 Jahren existiert das Gondolen. Und so lange schon wird diese Tradition gepflegt. Viele Leute kochen nicht mehr zu Hause. Sie wissen nicht mehr, wie ein typisch schwedisches Ragout, Muscheln oder anderes zubereitet wird. Das haben sie nie zubereitet. Aber sie wollen es essen. Sie lieben den Geschmack, weil er sie an ihre Kindheit oder an Großmutters Zeiten erinnert. Und für mich ist es sehr wichtig, diese Küche zu erhalten und weiterzuentwickeln. Eriks Gondolen mit Gerichten ab 15 Euro ist im sonst sehr teuren Stockholm eine Empfehlung für alle, die exzellente Küche zu moderaten Preisen schätzen.